Vortrag. Ich darf zum heutigen letzten Speaker überleiten, zu Christoph Tschol. Er ist Präsident des Österreichischen Schachbundes. Der Österreichische Schachbund hat sich Betriebssport auch auf die Fahne geschrieben, ist einer der Fachsportverbände, die Betriebssport, Firmensport als fixen Bestandteil in die tägliche Arbeit, also in die Verbandsarbeit integriert haben. Es gibt mehrere Betriebssportligen in Wien, die sehr aktiv sind, die sehr erfolgreich schon Jahrzehnte, jahrelang gespielt werden. Und ja, Christoph wird uns berichten, wieso jeder Fachsportverband sich auch um das Setting Arbeitswelt und um Firmensport kümmern sollte. Vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr über deinen Beitrag. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich begrüße Sie. Bin ich gut zu hören so? Ja, perfekt zu hören. Wunderbar, vielen Dank. Ich darf Sie herzlich begrüßen, bedanke mich für die Einladung, dass ich den Österreichischen Schachbund hier auch repräsentieren darf. Der ist wahrscheinlich als Sportverband nicht ganz so bekannt. Das ist vielleicht nicht einmal allen unbedingt bewusst, dass Schach ein Sport ist. Da sind wir seit 2004. Wir haben davor schon jahrzehntelang sozusagen darum gekämpft, dass Schach ein Sport wird. Und es gibt auch viele gute Gründe dafür. Ich möchte aber zuerst einmal sozusagen bei uns als Verband selber beginnen, damit Sie eben eine Vorstellung haben, in welcher Größenordnung wir sind. Wir sind also unter den österreichischen Sportverbänden eher ein kleinerer, vielleicht mittlerer. Wir haben 6 angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns. Das sind sozusagen einerseits einmal 3 fest angestellte Trainerinnen und Trainer, dazu dann eben ein Generalsekretär, wir haben einen Sportdirektor, der selber auch ein sehr starker Spieler ist, wir haben noch eine Managementassistenz dazu und dann natürlich zahlreiche freiwillige Leute, die ehrenamtlich sozusagen in den verschiedenen Kommissionen und Referaten, die wir im Schachbund haben, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene sozusagen arbeiten. Also wir sind wie die meisten in Österreich eben auch föderalistisch geprägt. Das heißt, es gibt 9 Landesverbände und der ÖSB ist sozusagen die Bundesebene. Und passend zum Thema sozusagen auch, wir haben jetzt selber seit einem Jahr, ungefähr nicht ganz einem Jahr, im Haus des Sports, im ehemaligen Sportministerium in Wien, Büros bezogen, ja, die auch vom Thema her sozusagen für uns selber als Betrieb, wie kann man Sport integrieren, sehr, sehr hilfreich waren. Vor allem, weil wir dort auch eben Kontakt sozusagen zu anderen Sportarten haben. Weil Schach ist natürlich schon ein Denksport. Wir benutzen sozusagen den größten Muskel unseres Körpers, das Gehirn, der auch sehr viel Energie braucht und der aber natürlich auch einen physischen Ausgleich sozusagen braucht. Also vielleicht zum Verständnis vorweg, bevor ich gleich ins Thema direkt hineingehe, was Schachsport bedeutet. Sie müssen sich vorstellen, ich war selber sozusagen, als ich noch mehr Zeit hatte, selber Spieler in der ersten österreichischen Bundesliga. Wenn Sie sich vorstellen, Sie spielen eine Partie, die über 7 Stunden dauert, die natürlich auf Zeitdruck geht und man muss dann sozusagen nach 7 Stunden durchgehend spielen immer noch die präzisesten Züge finden mit nur mehr wenigen Sekunden auf der Uhr, dann spätestens wenn man in so einer Situation ist, weiß man und merkt man, warum es Sport ist. Es zehrt also unglaublich natürlich an der Energie. Gleichzeitig ist Schach aber eben auch als Sport sozusagen mit allen Elementen, was Wettkampf betrifft und so weiter, was natürlich auch den Spaß am Sport betrifft, und in der Regel eben auch kombiniert mit sozusagen physischem Sport. Das heißt, bei unseren professionellen Trainings, Kadertrainings und so weiter und auch bei den Turnieren, bei der Turnierbegleitung, egal ob Jugendliche oder Erwachsene, aber vor allem natürlich auch bei Jugendlichen, ist ganz wichtig, dass es immer auch kombiniert wird mit Bewegung, ja, dass man sozusagen Bewegungseinheiten macht zur Vorbereitung und so weiter, weil Körper und Geist natürlich unmittelbar zusammenspielen und eins sind. Ja. Gut.
Kommen wir dazu, was heißt es sozusagen jetzt, das in die Arbeitswelt zu integrieren und auch wirtschaftlich sozusagen fruchtbar zu machen? Ich kann einmal einerseits von uns selber ausgehen, was wir jetzt als Betrieb, wir sind ein kleinerer Betrieb, nicht, mit einigen Mitarbeitern und Ehrenamtlichen, und das ist für uns selber auch natürlich wichtig ist, dass wir in den Arbeitsalltag, also wenn etwa unsere Trainer und so weiter oder ich selber im Büro bin, unser Generalsekretär und so weiter, dass wir dann primär natürlich Schach, weil es unser eigener Sport ist, aber denkbar sind natürlich auch andere Aktivitäten, sozusagen selber auch in den Alltag integrieren, um das Ganze etwas aufzulockern. Ja. Im Schach sieht das dann halt in der Regel so aus, dass man ohnehin natürlich die Ausrüstung hat, die Bretter dort hat, weil wir auch die Trainings machen und so, und dass man dann halt dazwischendurch sozusagen zum Auflockern auch untereinander mal ein paar Blitzpartien spielt sozusagen. Ja, also Blitzpartien mit sehr kurzer Bedenkzeit, jeder 5 Minuten Bedenkzeit. Und das kann man, also gerade Schach kann man hier wunderbar in den Alltag integrieren. Ich mache das selber, also ich bin natürlich nur ehrenamtlich Präsident des Sportverbands, ich bin selber Unternehmer, habe ein kleines Beratungsunternehmen mit 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Noch bei uns ist es etwa so, dass wir 1 bis 2 Schachbretter eigentlich immer im Büro haben. Es können nicht alle spielen, aber einige spielen, und es steht eigentlich immer zur Verfügung, und es kommt dann immer wieder mal jemand auf die Idee zu sagen, so jetzt spielen wir eine Partie. Einfach sozusagen einmal um abzuspannen, um runterzukommen. Das kann man tatsächlich, und das geht natürlich bei einigen Sportarten ganz gut, sogar in den Alltag ein wenig integrieren. Man muss sich da die Räume nehmen, aber das ist eben auch ganz wichtig, das ist natürlich gut und wichtig, dass man sich die Räume nimmt und dass man eben Pausen macht und diese Pausen vielleicht durchaus eben mit sportlichen Aktivitäten auffüllt. Bei Schach ist es relativ einfach. Es gibt Sportarten, wo das einfacher geht. Bei manchen geht es natürlich nicht ganz so leicht. Ja. Was die Ebene Betriebssport betrigt, so der Herr Ramm hat es eben, Florian hat es schon angekündigt am Beginn, da haben wir eben im Schach seit vielen, vielen Jahren auch sehr, sehr gute Erfahrungen. Das betrifft zwar, muss man sagen, primär Wien, weil Wien natürlich auch mit Abstand der größte Landesverband ist, auch zahlenmäßig, aber dort haben wir seit vielen Jahren mittlerweile eine Betriebsliga, ja, und die Betriebsliga, die ja so von der höchsten Spielklasse bis runter sozusagen in viel niedrigere Spielklassen aufgeteilt ist, die hat einen sehr starken Zulauf. Das Interessante ist, das wird immer unter der Woche gespielt, ja, und es wird dann eben wirklich auch bei den Betrieben gespielt. Das heißt, was hier dazukommt, es sind natürlich, muss man dazu sagen, nicht alle Spieler, die dann spielen, sozusagen jetzt immer Mitarbeiter dieser Betriebe. Die Idee ist das natürlich, also sehr häufig. Das heißt, dass man versucht, hier eine Mannschaft zu formen. Das ist natürlich, das hat, egal ob jetzt große oder kleine Unternehmen sind, hat es einen sehr, sehr guten Teambuilding-Charakter. Ja. Und natürlich, also gerade Schach hat natürlich als Sport auch dieses strategische Denken als Element, wie natürlich auch manche andere Sportarten, das insgesamt auch für einen beruflichen Kontext natürlich etwas ist, das man fördern kann, fördern soll, dass die Leute vorausdenken, vorausschauend arbeiten, strategisch denken. Beim Schach ist so, dass die Entscheidung sozusagen eine Betriebsmannschaft aufzubauen in der Regel für die Betriebe eben wirklich sehr, sehr positive Effekte hat und oft dann natürlich auch anzieht, dass man sozusagen Leute, die in irgendeiner Weise assoziiert sind mit dem Unternehmen und so weiter, dass man dort auch Schachspieler vielleicht von außen dazukommt. Es gibt sogar Situationen, wo aus solchen Dingen dann tatsächlich Partnerschaften entstanden sind, wo also jemand zuerst nur lose mit dem Betrieb assoziiert ist, in der Mannschaft für den Betrieb spielt und das dann tatsächlich dazu führt, dass diese Person früher oder später für den Betrieb auch zu arbeiten beginnt. Ja, auch auf dieser Ebene. Das Interessante ist, die Wiener Betriebsliga zum Beispiel, die immer Mittwoch stattfindet, da ist dann sind am Mittwochabend dann die Wettkämpfe, ja, natürlich nach Büroschluss. Ja, und man sieht dann tatsächlich, also dort, wo wirklich in den Betrieben gespielt wird, dass es manchmal durchaus auch Interesse eben von anderen Bereichen gibt. Na, wir haben die Schachspieler sich geschlagen und dass man sozusagen diese Betriebsmannschaft dann durchaus mit einem
gewissen Stolz sozusagen auch im Unternehmen führt und präsentiert. Das ist einerseits einmal ein interessantes Setting, wenn es jetzt darum geht, auch das Ganze sozusagen wirtschaftlich nutzbar zu machen. Dann muss man vielleicht noch eine weitere Überlegung mit einbeziehen, nämlich auch, dass es durchaus interessant sein kann, da ist jetzt, spreche jetzt wieder auch von uns als österreichischer Schachbund, als Arbeitgeber, dass man natürlich auch unter Umständen hier mit Sponsoren arbeiten kann. Das heißt, dass man, wenn man Investoren oder Sponsoren eben sucht, ja, in beiden Fällen sozusagen mit so einem Setting dann tatsächlich natürlich etwas Angreifbares schaffen kann. Vielleicht dann auch sozusagen einmal ein entsprechendes Event planen kann, ein Turnier sozusagen ausrichten, um was zu zeigen, um sozusagen auch für außen hin sozusagen eine andere Seite zu zeigen, als nur das, was man als Betrieb inhaltlich macht. Für uns selber als österreichischer Schachbund hat das sehr wohl natürlich sehr gute Möglichkeiten, dass wir dann eben auch Turniere veranstalten, teilweise sozusagen, wo auch unsere eigenen Leute spielen, also auch unter den Mitarbeitern sind in der Regel durchaus gute bis sehr gute Schachspieler und dann natürlich auch andere einladen und damit eben interessante Events bieten, die man dann in einen Kontext einbetten kann, in dem man sonst sich sozusagen um Sponsoring oder Investment sozusagen bemüht. Ja. Insgesamt ist natürlich der Aspekt auch im Schach der Gesundheit ein sehr, sehr, sehr wichtiger. Das heißt, man muss im Schach natürlich auch als Sport versuchen, möglichst ausgeglichen zu sein. Wie gesagt, Körper und Geist spielen zusammen. Je fitter das man ist, desto besser kann man die Partien spielen und so weiter. Es ist ganz generell so, dass man feststellen kann, je mehr es Unterstützung gibt, sozusagen aus dem Betrieb hier auch sportlich tätig zu sein, ein Angebot macht und so weiter, desto besser ist potenziell sozusagen von dem her auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Also solche Möglichkeiten zu schaffen, die dann eben von Teambuilding bis hin zu einfach konkreten, auch spaßigen Events führen und so weiter, das hat eine starke Auswirkung auf die Mitarbeiterzufriedenheit. Und wie wahrscheinlich in dieser Runde allen bewusst sein wird, ist das vielleicht in den meisten Fällen gerade das höchste Kapital. Ich kann es für uns sagen, jedenfalls als österreichische Schachbund, das höchste Kapital, wichtigste Kapital sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und man möchte die sozusagen über jetzt nur rein die Bezahlung hinaus natürlich möglichst glücklich machen am Arbeitsplatz. Und dazu ist Betriebssport und im Speziellen auch Schach sozusagen eine sehr, sehr gute Möglichkeit, hier anzusetzen.